Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dormi Fantasy Melon's Quest. Beim letzten Mal haben wir Glitchtown oder auch Toytown genannt erreicht und haben festgestellt, dass die Grafik scheinbar nicht so gut mitspielen mag in der gepatchten Version. Und darum spielen wir jetzt wieder die japanische Version. Yeah! Also Melon no Doki Doki Daiboken oder so ähnlich. Und da oben steht zwar Amon Castle nicht auf Japanisch, aber das ist egal. Wir nehmen das einfach mal hin, dass Toytown hier Amon Castle heißt. Das könnte auch erklären, dass da zwei Bosses sind. Dann ist das oben Amon, ist das Spiel schon bald vorbei? Oh mein Gott. Okay, wir gehen einfach mal in die Welt rein. Und euch wird wahrscheinlich gleich etwas auffallen. Und zwar habe ich nämlich offscreen ein paar Leben gesammelt, das Bonbon und den Schuh. Weil ich einfach Schiss vor diesen Leveln habe. Die sind verdammt schwer. Also ohne Mist. Dafür, dass das so ein kleines Pups-Spiel angeblich sein soll, ist das gar nicht mal so leicht. Und vor allem habe ich Angst, dass wieder so ein unglaublich bösartiger Boss kommt, der mich einfach mal umklopft. Das finde ich nämlich nicht sehr nett. So. Und hier ist das, sieht nicht aus, als wird das meine Lieblingswelt. Uah! Oh, da geht's runter. Was sind das denn? Dicke Kinder? Ach, das sind Trampolinkinder? Na, Tatsache. Na komm schon, danke. Oh, da war ein Anzug drin. Sehr gut. Die machen alle nichts. Zumindest machen die auch nichts Sinnvolles. Insofern ist das egal. Boink. Boink. Was ist das? Nein, ich gehe oben lang. Vor allem habe ich das dumpfe Gefühl, erstmal, dass wir hier getroffen werden vom kleinsten Mist. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir, ach, toll, unten den Stern verpassen. So, okay. Oh nein. Warte mal, was ist denn das da hinten überhaupt? Oh, ich habe den Stern gefunden. Aha, das hat ja viel ge... Wie soll ich denn da hochkommen? Also ich kann schon mal nicht höher springen, glaube ich. Nein, kann ich nicht. Oh, shit. Moment, ich will erstmal darüber. So, und dann will ich... Oh Gott, was? Wie ist das denn gedacht zu funktionieren? Hey, ich will doch auf den drauf springen, was soll... Los, komm her. Hey! Fall doch nicht so schnell. Ich glaube, der will sich einfach nicht treffen lassen. Okay, das könnte jetzt schon wieder knapp werden. Oh Mann! Blödes Flugzeug! Jetzt komm her, ich will dich doch als Plattform benutzen. Danke, na das hat sich ja gelohnt. Nein, das funktioniert. Hä? Wie soll ich das denn machen? Also ich kann, glaube ich, nicht auf das Ding springen. Na, zumindest nicht so, wie ich es gedacht habe, aber... Ich gehe erstmal weiter. Das war schon mal sehr schlecht, weil ich habe gerade eben meinen tollen Schuh verloren. Oh ja, und meine Lebenspunkte natürlich auch. Ultimativ. Ja, ungefähr so möchte ich da auch drauf springen und da unten links... Und aus diesem Grund habe ich vorher Leben gefarmt. Und da hier unten links nochmal so ein Anzug war, werde ich mir den jetzt einfach schnappen. So. Ah, es ist vielleicht so ein Doppelter, das ist natürlich gut. Da habe ich ein Leben schon mal sinnvoll verdaddelt. So, und jetzt springe ich hier hoch, da drauf und ignoriere das. Ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt macht das blöde Flugzeug endlich weg. Danke. So, halb Steps. Blödes Teil. Kann ich... Was passiert eigentlich, wenn ich das als Seifenblase da dagegen schubs? Nichts. Das ist natürlich nicht ganz so viel, wie erhofft. Oh Gott, man schafft es auch so. Das war natürlich ein kleinerer Reinfall. Gut, dann haben wir gerade schon ein cooles Leben verdaddelt. Einfach mal so, weil wir so cool sind. Und da gehe ich lieber schnell drüber. So. Ah, yay. Das war purer Skill. Oh, Goal. Wir haben es geschafft. Oh, toll. Der Level war extrem kurz. Hatte eigentlich auch keinerlei Gefahren. Ich habe trotzdem geschafft, zwei Leben drin zu verlieren. Und hier gibt es keinen Stern. Das verwirrt mich etwas, aber das ist alles noch okay. Vielleicht kommen hier ja die Bilder, die mir diese Feder erzählen. Oh mein Gott. Boah, der ist ja unbesiegbar, der Typ. Ich habe das Gefühl, ich möchte... Oh Gott, da ist gar kein Boden. Nein, 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 fall bitte auf das Pferd. Danke. Oh Gott, das wird nicht leicht. Ich habe das Gefühl, die Schirme sind böse zu uns. Ich will es gar nicht rausfinden. Yeah, danke. Uah. Feuergeister! Uah. Ich darf nicht aus Versehen diese super Attacke. Oh, man kann die Schirme kann man schon mal eintüdeln. Da bin ich schon mal ein großer Fan davon.
Was ist das? Das war so klar, dass man da drauf stehen kann. Wie unglaublich bösartig das ist. Das ist, glaube ich, egal. Steh lieber auf dem Kopf vom Pferd. Ich habe das Gefühl, das ist sicherer. Auch wenn ich nicht weiß, ob man sich hier einquetschen kann und dann grausam stirbt. Ich will es gar nicht erst rausfinden. Hey. Oh mein Gott. Hört auf mit diesem Zeug nach mir zu. Nach mir, nach dem Leben zu trachten. Oh mein Gott. Das hing tiefer als die anderen. Was war denn mit... Nein. Nein, 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 nein. Ah, Goal. Ach, darum gab es hier keinen Stern. Das wäre wahrscheinlich zu asozial geworden, dann da noch einen Stern zu verstecken. Ja, jetzt steht oben vor allem wieder... Ich verstehe das nicht. Jetzt steht es schon wieder auf Japanisch dort. Amon. Nur irgendwas? Nee, kein... Amo ist es erst auf jeden Fall. Das Astra kann ich nicht lesen. Ist egal. So, gehen wir weiter. Yay. Hoffentlich kommt keine Textstelle. Da müsste ich das irgendwie umstellen vorher. Aber das kann ich ja nicht wissen. Der Levelanfang ist schon mal fast genau der gleiche wie vorhin. Uah, weg damit. Uah. Das ist der gleiche Levelanfang. Nur mit einem Flugzeug mehr drin und einer anderen Box an einer anderen Stelle. Egal, gehen wir einfach rein. Na? Ich habe das Gefühl, das tut uns weh, wenn wir da hinkommen. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob mir das weh tut. Ich will es gar nicht erst rausfinden, ob es das tut. So, das machen wir mal weg. Ich bin mal rüber. Das tut mir... Ah! Okay, vielleicht tut es mir doch nicht weh. Und ich muss einfach nur aufpassen, dass da nichts rausgeschossen kommt, was mir dafür wiederum sehr wohl wehtun könnte. Wie der da zum Beispiel. Den ich einfach vorher schon entledige, damit der gar nicht erst irgendwelchen Unfug machen kann, wie dieses dreckige Flugzeug. Oh, danke. Heps, heps, heps. So. Ah, nein, oh, ich hasse das. Ich will gar nicht erst, dass die zu irgendwelchen Sachen kommen. So. Dreh dich um. Danke sehr. Und da möchte ich bitte rein. Danke sehr. Die Welt ist eigentlich ziemlich schön gemacht. Also, man, es ist eigentlich genauso wie in jedem anderen Level von Doremi Fantasy auch. Die sind alle ziemlich einzigartig gestaltet. Ich habe das Gefühl, dass ich den eigentlich als Plattform behalten will. Oh! Ich will nicht rausfinden, ob da unten der grausame Tod auf mich wartet oder nicht. Darum gehe ich lieber einfach mal ganz schnell weiter. So, wo kann ich denn hier überall lang? Blöder Geist, ich hasse dich. Jetzt habe ich natürlich auch nicht geschaut, ob es hier einen Stern gibt, aber ich glaube, es gab keinen. Nein, du wirst mir nicht wehtun. Aber das Flugzeug tut mir natürlich weh und ich sehe das Ziel vor allem schon direkt vor meinen Augen und krach trotzdem rein. Ah, wir fangen gleich hier an, das ist allerdings wieder echt lieb. So, das ignorieren wir, gehen schnell rüber, bevor die Tür zuklappt wie beim letzten Mal. Und haben da sogar einen Anzug drin. Es ist gruselig, dass das Spiel so viel Positives gerade gibt. Und da ist schon das Ziel. Wow. Okay. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Gut, dass wir vorhin Leben fahren haben. Nein, es gab doch einen Stern. Dann nochmal zurück, bitte. Das ist sehr, sehr uncool. Muss ich mal so von mir geben. So, aber wo könnte der sein? Da ist wahrscheinlich irgendwo unten, wo kein Mensch erwartet oder zumindest haben will. So, den machen wir weg. Na, dann gehen wir nochmal rein in die gute Stube und suchen doch was. Vor allem hatte ich schon so viel, so einen schönen Stiefel und jetzt ist das alles weg. Was soll's? So, da ist das auch nichts drin. Ah, halt. Stimmt. Dreh dich, danke. Die Lego-Steine hier sind voll cool. Die haben an allen Seiten Noppen. Das hätte ich mir früher auch schon mal gewünscht. Inzwischen gibt's das wahrscheinlich sowieso überall, aber das ist mir egal. Ja, die machen wir weg. Scheinbar machen die Geister auch gar nichts Bösartiges, außer mal kurz die Zunge rauszustrecken. Aber dennoch, das ist in diesem Spiel schon fies genug. Blöder Sack. Siehst du, da hat man nicht mal irgendwas gemacht und ich habe trotzdem Schaden bekommen. Das ist ganz schön schlimm. Dreh dich mal, danke. Und rüber. So, und jetzt wird es mich echt interessieren. Ja, wenn ich jetzt noch schweben könnte, wäre das echt ziemlich klasse. Ja, mach mal zu, mach mal wieder auf. Hüpsala. Okay. So, dann möchte ich den Anzug haben. Ja, und jetzt weiß ich nicht so genau, wo ich hin will. Oh, da ist er. Ist er das? Ja. Fein. Ah, wir haben es geschafft. Schön, 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 schön. Und da ist ein Bonbon sogar. Cool. Oh, oh. Wie unangenehm das ist. So, rüber. Hier ist, glaube ich, nichts Fieses drin gewesen. Und wie es aussieht, tut mir das doch nichts. Dann möchte ich hier hoch. Ja, den tüdel ich ein.
So, ja, okay, wir haben es geschafft. Hui! Schwein gehabt, okay. So, jetzt bin ich in der Überlegung. Ich werde mal hier kurz speichern, die Version auf Deutsch umstellen, weil ich ja nicht weiß, ob jetzt eine Textpassage kommt. Und wenn eine kommen sollte, dann zeige ich die übersetzt, weil die müsste es noch richtig anzeigen. Und wenn nicht, ja, ihr wisst ja, dann halt Japanisch und mit Texturen. So, mal schauen. So, ich bin wieder da. Wie ihr sehen könnt, hat sich der Name oben nochmal verändert. Ich weiß nicht so ganz, was mit diesen ROMs los ist. Also angeblich spiele ich jetzt gerade die englische Version, weil nach dem Ding anscheinend eine Textpassage kommt. Was ich sehr schade finde, weil ich froh war, den Boss eigentlich besiegt zu haben. Aber was soll's. Ich weiß jetzt wenigstens, wie er funktioniert. Mal schauen, ob die Textur funktioniert. Nein, natürlich nicht. Aber sie ist nicht ganz so schlimm wie in dem anderen Ding. Was soll's. Okay. Dann besiegen wir mal diesen unglaublich hübschen Gegner, der eine Mischung aus einem Pappkarton, einem Pinguin mit Zähnen und Sprungfederbeinen ist. Und ich hoffe mal, dass sich das jetzt gelohnt hat, diese Textpassage dann nochmal zu unlocken quasi. So. Passt auf, das, was jetzt kommt, ist einmalige Klasse. Ist das nicht total super? Vor allem schießt er jetzt auch gleich 4 Feuerbälle statt 2. Und er hat Smileys in den Armbeugen. Das finde ich auch extrem süß. Vor allem, was macht denn der jetzt? Hier spuckt er die Feuerbälle voll simpel. Und er hat mich auch noch nicht einmal getroffen. Was zum Kuckuck? Ich hab... Jetzt ist er tot. Na toll, ich habe vorhin übelst viele Versuche gebraucht. Oh, nee, das gibt's nicht. Ist die deutsche Version leichter? Die übersetzte, meine ich. So, was soll's. Hoffen wir, dass sich das jetzt gelohnt hat. So, Milan. Es ist ein wunderschöner Kristall. Was? Ah! Ich kann fliegen. Ich lass mich fliegen. Ich bin mir nicht sicher. Wow. Wow, ein Schloss in den Wolken? Amons Schloss. Alice, ich bin fast bei dir. Tap, 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 tap. Okay, das klingt doch schon mal vielversprechend. Schön. Das ist wirklich schön. Ach, sieh an, okay, das ergibt jetzt Sinn. Jetzt sind wir auch wieder in Toy Town. Ja, jetzt frage ich mich allerdings, versuche ich das Ganze jetzt nochmal mit englischem Patch zu machen? Und na, wir werden ja sehen, wie die Texturen aussehen. Gehen wir einfach mal rein. Na? Aha, sie funktionieren anscheinend. Sehr gut. Wow. Geheimnisvoll, geheimnisvoll, geheimnisvoll. Wow. Ich weiß nicht, ob die noch was machen, weil die so rumstand. Aber in dieser Welt hätte ich eigentlich liebend gerne... Oh mein Gott. Liebend gerne lieber diese Wolkenschuhe... Oh mein Gott. Heps. Heps. Heps und Heps. Ach, schade, dass es die hier scheinbar nicht mehr gibt. Aber ich will nicht nochmal zurücklaufen, nur um... Oh mein Gott. Nicht nochmal zurücklaufen, nur um diese Schuhe zu holen, obwohl das schon sehr verlockend ist. Aber bisher geht's ja anscheinend noch. Mit Plattforming scheine ich hier nicht ganz so große Probleme zu haben. Wie in anderen gewissen Spielen. Wow, das war knapp an den Stacheln vorbei. So, den tüdel ich ein. Na, oh, ja doch, hab ich. So, die Noten lasse ich auch. Ich will sie ja nicht alle einsammeln. Nicht, dass ich wegen sowas noch abstürze. Wow. Oh, ein Anzug. Auch fein. Rüber bitte. Okay. Okay, okay, okay. Das ist schon mal nicht nett. Oh. Da geht's weiter, okay. Habe ich in der letzten Welt überhaupt die Bilder gefunden, in die ich laufen kann angeblich? Ich habe kein einziges, glaube ich, davon gefunden. Denn die Musik ist toll. Eps. Okay. Oh. Mir mag das nicht gefallen, dass hier Gegner von oben runterfallen. Das letzte Mal, als Gegner von der Decke gefallen sind, habe ich Super Ghouls and Ghosts gespielt. Da hat das auch gereicht. Ah, den tüdeln wir ein. Was bist du denn? Du siehst aus, wie als wärst du einer von den Guten. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, den tüdeln wir einfach ein, weil es cool ist. Komm mal her, du Geist. Ich habe das Gefühl, ich brauche dich hier hinten. Und die machen scheinbar sonst wirklich nichts, außer rumstehen. Ach, man sieht sogar, wie die... Ja, wow. Das war aber... schon wieder so ein Ding. Aber nicht so nett von... Oh, ich habe den Stern gefunden. Ich habe schon wieder vollkommen ignoriert, dass ich die überhaupt suchen muss. Und ein Bonbon. Schön, wenigstens wieder ein paar Upgrades. So, das brauche ich scheinbar auch alles nicht. Mir fällt ein, dass ich sowieso nichts brauche, weil ich schon alles gefunden habe, was es gibt. Und da ist das Goal. Herrlich, herrlich. Das ist sehr gut. So, hier gibt es keinen Stern.
Außer es ist wieder ein Grafikfehler und ich sehe es nicht, weil es eine gepatchte Version ist. Das weiß ich nicht. Oha. Fledermäuse. Oh, ach, hier sind die Bilder. Oh, da geht eine Tür nach links, eine nach rechts und eine geradeaus. Und da ist noch ein Anzug, den ich jetzt gerade super verdattelt habe. Oh nein. Okay, mal sehen. Eigentlich will ich ja tiefer ins Schloss rein. Also wäre es ja sinnvoll, wenn ich in die Mitte laufe, oder? Ich gehe einfach mal rein. Das ist süß. Also das ist richtig cool gemacht. Oha. Ich habe das Gefühl, ich möchte nicht diese Stacheln in den Popo bekommen. Dann springe ich lieber mal vorsichtig drüber. Ja, größer ging die Plattform auch nicht mehr zum Springen. Und ich vermute, dass da was Schönes drin ist. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist gut. Klack. Was mir auch gerade aufgefallen ist, ist, wenn wir, einen Anzug verlieren, dann tut uns das weh. Das meinte ich nicht. Wenn wir einen Doppelanzug bekommen und nur einen brauchen, bekommen wir trotzdem noch... Also wir bekommen halt den einen, den wir bekommen würden, und wir bekommen noch die Noten für den einen, den wir nicht hätten bekommen müssen. Das ist irgendwie cool gemacht, das finde ich auch sehr nett. So, war das jetzt der richtige Weg? Na, anscheinend war das nicht der richtige Weg. Dann gehe ich mal jetzt in diese Welt rein. Und die Fledermaus fliegt einfach an uns vorbei, schön. Und wahrscheinlich ist das genau der falsche Weg. Mal gucken. Das sind die Ritter. Ah, den haben wir eingetüdelt. Boah! Meine Güte! Die sollen mal nicht so übertreiben. Ich bin noch ein kleines Kind. Oh. Boah, was? Hört auf mit diesem Kram. Okay, das war scheinbar auch der falsche Weg. Dann gehen wir jetzt einfach mal nach rechts. Die tüdeln wir schon von Anfang an ein. Die auch. Und da kommt gar kein erst. Schön. So, spring mal rein, Milon. Danke sehr. Hier sieht es auch sehr interessant aus. Klack. Das war wieder so klar, dass das passiert. Doof. Oh, was? Was sind denn das hier für Schlösser? Die sollen mal nicht so übertreiben. Boah. Dass ich das gerade noch geschafft habe, ohne getroffen zu werden, ist gleich an ein Wunder. So, das machen wir auch noch weg. Fein. Oh, Wahnsinn. Wie viele Gegner hier sind. Wenn das nicht Amons Schloss ist, genau, Amon hieß er, dann weiß ich auch nicht. So, was ist hier? Geht's hier rein? Nee, ich habe mir das gerade nur eingebildet, okay. Aber wenn das jetzt die drei Türen waren, wo ist denn dann die... Ach so, man muss einfach durch alle drei gehen, wie es aussieht. Ja, oh nein. Nochmal drei Türen? Ach, wahrscheinlich muss ich den richtigen Weg im Allgemeinen finden. Das fände ich aber nicht so cool. Dann nehme ich jetzt die mittlere Tür. Und der Geist, in welches gehst du? Aha, in das rechte also. Schön. So, wir sind jetzt im mittleren und... Musik hat auf... Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, die sind nicht lieb zu uns. Zumal wir sie nicht treffen konnten. Und auch nicht von der Rückseite. Aber ich kann jetzt aus wie drüber springen. Da ist ein Blasen-Upgrade drin gewesen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Hopsala. So, dale. Und nun? Ach so, kann ich hier... Ja, da kann ich, wie es aussieht, durch. So, den lassen wir mal... Wie süß der da drin betet und wie traurig er gleich guckt. So, das machen wir alles hier mal durch. Der untere Weg sieht sowieso nicht so aus wie einer, den ich gerne benutzen wollte. Aha, da geht es gleich gar nicht mehr weiter. Es ruckelt immer, wenn übelst viele Sprites auf dem Bildschirm sind. Und übelst viele sind hier ja schon 5. So. Aha. Das ist aber ungünstig. Kann ich die Blase noch nach unten spucken? Das war schon mal nicht so das, was ich mir da vorgestellt hatte. Wie komme ich denn da unten ran? Ah, ich muss den mittleren Gang nehmen. Okay. Hier, Knitterritter. Geh mal bitte nach da. Da, wo die vielen Seifenblasen sind. Guck. Da hinten. Das scheint gut zu klappen. So. Ah, supi. Jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal warten, bis der da weg ist. Oh, und bis der da oben weg ist. Und das kann alles ewig dauern. Oh nein, da ist so ein kurzer Gang. Und hoffentlich wird das was. Das geht sicherlich schief. Los, los, los. Böser Ritter. Zum Glück sind die nicht schnell oder stürmen auf uns zu, wenn wir dann rumstehen. Ja, ungefähr genau sowas habe ich erwartet. Okay, wir haben es noch geschafft. Ja, das hielt sich ja doch noch in Grenzen mit der Grausamkeit. So. So, dann nachdem wir alles hier freigeruckelt haben. Hallo, Geist. Jo. Warten wir mal. Jo, und jetzt rennen wir hier durch.
Und da hinten sieht's aus, als wäre da der Ausgang. Sehr schön. Danke. Und es ist immer noch nicht vorbei. Was ist denn das für ein... Ach so, das war der... Nein, gar nicht wahr. Ich spring einfach mal schnell hier rüber. Ich will das blöde Blasen-Upgrade, glaube ich, nicht haben. Zumal diese springenden Gegner mir tierisch auf den Nerv gehen. Die sind fast so nervig wie diese Petty Blins von Legend of Zelda Wind Waker. Und da war das Goal. Das ist klasse. Aber bisher kam es noch nicht so vor, als hätten wir sehr lang gespielt. Darum werde ich das auch noch machen. Vielleicht finde ich ja auch noch den letzten Stern. Das wäre super fantastisch. Mit U. Yay. Oh yeah, klasse. Da kann ich mich hinstellen. Wow. Und meine Mütze durchbohren lassen. Noch so ein großer Ritter. Okay. Noch so ein kleiner Ritter. Die sahen vorne. Am Anfang sahen die noch aus wie Mumien. Jetzt sind sie tatsächlich Ritter. Ja, ich springe einfach schnell hier durch. Obwohl schnell vielleicht fatal ist. Genau wegen solchen Stacheln. Wie krass das ist. Okay, lauf mal schnell durch. Aber ich liebe diese Welt. Die ist übelst geil gemacht. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Oh, was? Schnell durch, Milon. Ja, den ignorieren wir mal. Da gehen wir mal hoch. Das sieht verdächtig aus. Okay, ich habe gehofft, dass ich da durch kann. Oh. Das ist schon mal cool, aber... Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das will. Also, ob ich weiß, wo ich überhaupt hin will. Da geht's schon mal durch. Okay, warum habe ich den Unbesiegbarkeitsstern so kurz vorm Ende bekommen? Oh nein. Ich habe das Gefühl... Na, geil! Unsichtbare Plattform. Also so halb unsichtbar. Ein paar Noten. Wir haben auf jeden Fall mehr Leben in diesem Level bekommen, als in dem mit der Sonne verloren. Das ist schon mal ein gutes Indiz, dass dieser Level mir besser liegt als der andere. Und ist so ein Ritter. Das war fast klar, dass das geht. Da muss aber jetzt auch was Bombastisches noch drinstecken, weil das so super toll versteckt war. Mach mal hier deine super Special-Einlage, Milon. Danke sehr. Und mach die bitte noch... mal. Okay. Aha, da war nicht mal was drin. In dem Block. Oh, ein Bonbon. Ah, da haben wir schon eins. Ist egal, wir haben dafür wieder noch mal ein Leben bekommen. Das ist richtig gut. Alter. Diese kleinen Dinger sind extrem übel. So. So, den machen wir auch weg. Da ist ja gar nichts. Wie uncool. Geh mal weg. Ich schubse dich nach links. Siehst du's? Ich mach dein Schild kaputt. Nein, ich wasch dein Schild mit Seife. Wenn du das in die Augen bekommst, dann wirst du aber weinen. Oh, und wenn ich so eine Klinge ins Gesicht bekomme, weine ich auch. Ist hier noch was drin? Nö. Schade eigentlich, warum auch? Nochmal so ein Ding. Okay, warum werde ich hier mit so vielen Unbesiegbarkeitsdingern überschüttet? Und warum ruckelt das Spiel immer so immens, wenn hier so viel auf einmal zu sehen ist? Danke. Da unten ging es auch noch weiter, oder? Ja. Oh, schön. Ich gehe mal schnell in die Mitte, damit ich mich nicht einzwängen lasse. Geil! Also diese Stage ist übelst krass. So, ist hier was Schönes drin? Ja, das ist eigentlich was Schönes. Wir haben vor allem 9 Leben. Das ist super geil. So. Wow. Das war super knapp vor allem. Komme ich an dem vorbei? Hoffentlich war das kein Fehler. Nein, war es nicht. So, und dann war hier oben doch nochmal... So, unsichtbarer Kram, genau. Genau bei dem Geist. Und was ist hier? Da muss auch nochmal was sein. Danke sehr. Okay, da ist der Stern. Ja! Ist das unser 5. Ja, das ist unser 5. Cool! Aber bin ich froh, dass wir das jetzt hinter uns gebracht haben. Klack, 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 klack. Glitzer, glitzer. Danke sehr. Dann schießen wir gleich die Fledermaus ab. Da, Quatsch, den Geist, das habe ich natürlich gewusst. Die Fledermaus meinte ich natürlich, haha. So. Ignorieren wir die, ignorieren wir auch. Wo ist... Wow, ich habe das Loch gerade so gefunden. Boah, ich habe vergessen, dass die Sprungangriffe können. Die sollen man nicht so übertreiben mit ihrem Kram. So, wo ist hier die Plattform da hinten? Ja, diesen größer ging sie auch nicht, glaube ich. Oh, was? Das ist jetzt nicht wahr, ich bin... Also ich finde das jetzt echt nicht nett, muss ich mal sagen. Wow, dass ich den getroffen habe, war auch Glück. Naja, das sammle ich jetzt nicht. Ah, wo geht's hier? Oh mein Gott. Okay. So, den haben wir auch einge... Nein, 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 nein. Wow. Aha, das war schon mal nicht so gut. Da hätte ich eigentlich hochgekonnt.
Aber wollte ich das? Ach, geil, wie das Spiel mich die ganze Zeit verarschen will. Hä? Komm ich da durch? Glitzert der Stein anders als die anderen? Nein. Aber ich konnte von unten durchspringen, oder habe ich mir das gerade eingebildet? Auf jeden Fall ist da das Ziel und hier unten geht's nochmal durch. Also vermute ich mal, dass da noch was übelst Bombastisches drin stecken wird. Ich warte mal kurz, bis sie weg sind, danke. Oh. Ja, das sieht echt gut aus. 99? Haben wir das Limit erreicht von allem, weil sich gerade die Zahl nicht verändert, oder waren das zufällig 99? Das weiß ich nicht. Was soll's? Wir haben auf jeden Fall alle Instrumente... Nein, das war das falsche Wort. Wir haben auf jeden Fall alle goldenen Sterne, genau. Und genau hier an dieser Stelle, vor diesem zweiten Endboss, da würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Denn das war's auch schon wieder mit Milons Quest. Und ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Dieser Level war echt cool. Richtig gut. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hauen diesem Amon in den Hintern, falls er das ist. Und bis dahin, euer Elik. Bye!